Das Leben verläuft nicht immer glatt und die Wirtschaft entwickelt sich nicht gleichförmig. Ich nehme euch mit auf eine Achterbahnfahrt quer durch die Wirtschaftsgeschichte. Ich glaube, das sind die falschen Fragen. Und zu teuer und dann kommt es zu einer Wirtschaftskrise. Und so ist es in der Geschichte immer gewesen. Nun mit dem Strukturwandel hin zur Wissensgesellschaft. Das ist die Arbeit unserer Vorgängergenerationen, weil Arbeit ist, Probleme zu lösen. Die Arbeit wandelt sich. Arbeit ist eben nicht mehr wie früher mit den Händen, die man rennt. Aha, da bricht jetzt endlich der Kapitalismus zusammen, wie das der Karl Marx eh schon immer gesagt hat. Und der Kondratjew widersprach, deswegen wurde er verhaftet, kam in Einzelhaft und wurde 1938 erschossen. Also Wirtschaftswissenschaft kann durchaus auch lebensgefährlich sein. Deswegen hat man die Dampfmaschine gebraucht. Und das wurde überwunden, als wir den nächsten Flaschenhals machen. Was für eine Revolution! Einen eigenen Wert, aber nicht zum Egoismus, sondern zum Gelingen des Ganzen. Dafür ist alles wichtig, was den Menschen ausmacht. Und letztlich ist es seine seelische Kerngesundheit, die auch bestimmt, wie gut er mit anderen kooperieren kann.